wird heute hier zwei Redebeiträge geben und wir haben drei Lieder für euch mitgebracht. Danach wollen wir alle gemeinsam unseren Spaziergang fortsetzen. Wir bitten euch, in dieser Zeit auf dem Markt zu bleiben. Herzliche Grüße von den mutigen Menschen aus dem Landkreis Greiz und dem Salorla-Kreis, die genau wie ihr jeden Montag ihren Protest gegen den Wahnsinn in unserem Land auf die Straße tragen. Seit Wochen werden die Protestspaziergänge in Zeulenroda mit einem Lied eröffnet. Dieses Lied ist auf dem besten Wege, zur neuen Hymne der freien und selbstbestimmten Menschen im Vogtland zu werden. Und für alle, die es noch nicht wissen, das Vogtland liegt in Teilen von Sachsen und Franken und in Teilen von Thüringen und Böhmen. Das Vogtland erstreckt sich nördlich von Gera bis südlich von Hof und Adorf, von westlich von Lobenstein bis östlich von Falkenstein. Wir sind das Vogtland. Die Gestalten, die in dem Parteibüro dort drüben ein- und ausgehen oder ihre ideologische Heimat dort drüben haben, werden sich morgen in ihren asozialen Netzwerken wieder austoben. Es sind unter anderem die Gestalten, die Ende März 2017 dort unten an der Ecke mit einem Schild demonstrierten, auf dem stand: Wir sind Menschen, ihr seid bloß Deutsche. Es sind auch die Gestalten, die morgen ihre linken Spitzelnetzwerke wie Aktionsbündnis Gera gegen Rechts oder Gera Nazifrei oder Rechercheportal Jena wieder mit Fotos und abstrusen Texten füllen. Um den Puls aller Deutschlandhasser und linker Ideologen, aber auch den Puls der Schützer dieses sogenannten Staates mit und ohne Uniform zu erhöhen, haben wir dieses Lied mitgebracht. Wir spielen es für alle Menschen, die sich zur Kultur, zu den Werten und zu den Traditionen des deutschen Volkes bekennen. Und das sind wir alle. Wir danken Frank Rennecke, der dieses schöne Lied für uns geschrieben hat. Herzlichen Dank, Frank Rennecke. Vogtland, mein Vogtland.